Guck mal hier, da. Wow. Weiten Weg aufs Heilbronn. Den weiten Weg, 6 Stunden. Nur wegen der Waage. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, Steph, du bist eingekommen auch für ein Event nachher. Da gehen wir noch hin, ne? Ja, für geil. Tudi. So, und jetzt erstmal Fettcheck, ne? Jetzt gucken wir erstmal, was mein Körperfettanteil ist. Was vermutest du? Ich vermute 17, 18, vielleicht 16, je nachdem. Ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht, das noch nie gemessen. Ihr könnt bei Steph übrigens eine Diät jetzt verfolgen. Einen Monat willst du durchziehen. Was? Einen Monat durchziehen. Einerseits machen wir das natürlich, um meine App zu promoten. Ja. Andererseits will ich selber ein bisschen in Form kommen, jetzt nach der Hochzeit und so. Training hat drunter gelitten, alles. Und dann fühlst du dich so, weißt du, wenn du nicht so drin bist, so eklig und du sagst, ey, ich will jetzt wieder starten und nochmal vor Weihnachten was machen. Aber es ist gut, ich mache das ja auch. Einen Monat jetzt nach der Japanreise und man fühlt sich vitaler. Also nach 2, 3 Wochen, wenn du merkst, so diese Röllchen gehen so langsam weg, es fühlt sich gut an. Auch im Training, die Gewichte sind wieder leicht, also du bist dann wieder drin nach so einer Pause. Also ich kann euch echt empfehlen, wenn ihr heiratet, es ist stressiger, als man denkt. Cooles Event, ihr müsst mal reingucken auf Freebie bei Amazon. Konnte man es natürlich nicht mitfilmen. Joker und Tutti, war cool, ne? Mega cool. Also ich bin ein richtiger Fan von der Serie. Ich war dabei, wo sie die erste Show gedreht haben, live. Und ich habe mich bepisst vor Lachen, wirklich. Mega lustig. Das ist halt genau mein Humor. Ist mal frischer Humor, wenn ich... Hier, guck mal hier, die Protagonisten hier. Erstmal Respekt. Hallo, Con Chao Chu, Chao Chu. Hôm nay mình ở đây, mình Freebie. Cái đấy bàn của cháu là Joker thằng da đen nhá. Một Joker rồi, một Joker rồi. Cháu là tên Tutti. Rồi hôm nay là... Was sagt denn gerade? 30.11. Guckt rein, Amazon Freebie. Yeah. Ich denke, das Wichtigste wurde gerade gesagt, ja? Zieht's da hier rein? Und nein, ich glaube nicht. Es ist einfach nur dummes vietnamesisches Gelaber. Leute, wenn ihr das erste Amazon Freebie Original in Deutschland sehen wollt, zwischen Sketch Comedy und Stand-Up Comedy, schaltet ein am 30.11. Es ist auch für alle Deutschen gratis. Kein Abo. Und, ja? Und ich wurde für die Werbung auch nicht bezahlt. Das ist wirklich geil. Genau. Glaubst du mir? Das ist ein Blowjob. Ja, wir sind ja bald ein bisschen zentraler. Wir ziehen ja morgen um. Wir nehmen euch mal mit. Und dann können wir wieder mehr Events vor der Tür haben, weil alles um uns herum hip ist und viel abgeht. Da haben wir wieder ein bisschen mehr Bock drauf. Ich meine, bevor wir ganz alte Schrullen sind, können wir noch ein bisschen was erleben. Deswegen ziehen wir mehr in die City wieder. Wie findest du solche Events? Voll cool. Es gibt free food. Und man kann mit Leuten quatschen. Ja, oder? Der Cut, Leute. Guckt euch diese Katastrophe an. Umzugskartons, die ganze Bude ist voll. Der Tag aller Tage, wir hauen hier ab. Ab in die neue Bude nach Kreuzberg heute. Wir haben Umzugsunternehmen bestellt. Maximale Umzüge, die kommen gleich vorbei. Die helfen uns. Hier gibt es auch was Leckeres zu knabbern für die. Weil alleine alle schleppen, das schaffen wir nicht. Meine Schulter ist ja auch ein bisschen am Arsch. War auf jeden Fall eine schöne Wohnung. Kleiner letzter Einblick. 3 Jahre noch, oder? Waren wir hier? Die Corona-Zeit gut überbrückt. Das war auch so ein bisschen die Idee, dass wir ein paar mehr Räume haben. Hier ein Gym hatte ich ja hier eingerichtet. Insgesamt 4 Zimmer, deutlich zu groß. Es heißt nicht, dass wir uns jetzt verkleinern, aber wir haben jetzt weniger Räume, haben so ein Penthouse dann. Wir ziehen jetzt gleich um. So schnell geht das. Maximale Umzüge und die machen das richtig professionell. Bei dem Stress, den tue ich mir nicht mal an, das Ganze selber zu schleppen mit der kaputten Schulter. Das Bett geht auch noch mit. Und guck mal hier, der ganze Bereich ist schon leer. Der eine oder andere fragt, hey, wieso zieht ihr denn eigentlich um, Nock? Wieso ziehen wir um? Wir ziehen um, weil wir mehr Leben haben wollen. Wir wollen mehr Leben. Wir ziehen zurück ins Leben, sagen wir mal so. Berlin ist eine Stadt, die muss man wollen. Ne? Und wir wollen das jetzt ein bisschen. Ich bin damals hier hingezogen, gerade wegen der Stadt. Und wo wir hier sind, das ist schön. Und das war auch super in der Zeit, wo nichts los war wegen Corona. Schöne Familien. Ja, es ist ruhig. Aber wir sind halt in Berlin, weil wir auch die Berliner Stadt ein bisschen oder das hier ein bisschen so atmen wollen. Ne? Das Essen gehen, Restaurant, Kiezlage, ein bisschen was vor der Tür, noch ein bisschen Action. Wir sind zwar schon ein bisschen älter, aber noch nicht so alt, dass wir uns komplett zur Ruhe setzen wollen. Deswegen wollten wir die Chance nochmal wahrnehmen. Wir hatten ein super Angebot jetzt mit der neuen Bude in einer super Lage in Kreuzberg, wo man eigentlich keine Wohnung mehr kriegt. Ihr kennt den Wohnungsmarkt gleich in Berlin. Das ist
katastrophal und wir hatten jetzt diese Chance und dachten, wir nehmen die nochmal, um einmal nochmal in den Stadtkern zu ziehen, um einmal nochmal diese Stadt zu atmen. Deswegen machen wir das jetzt und ja. Taku ist ein bisschen verwirrt, er weiß nicht, was los ist. Hm? Kleine Umgewöhnung, ich glaube, für Taku war es tatsächlich wahrscheinlich sogar schöner hier, weil er mehr Freiraum hatte oder Wiesen, wo er ohne Leine laufen konnte. Da müssen wir erstmal wieder den richtigen Park für ihn finden, weil der Girly ist definitiv nicht der richtige Park, wenn er da zwischen den Heroin-Spritzen tanzen muss. Das ist nicht geil. Aber auch für dich finden wir was, Taku, oder? Nock, wolltest du den Tisch mitnehmen jetzt? Den Holztisch? Ja. Ja? Schon, jetzt doch. Ah, okay, gut. Dann geht der auch weg. Wenn wir umziehen, ist ja schon das dritte Mal oder das vierte Mal in Berlin, uns immer so ein bisschen entrümpeln. Versteht ihr? Wenn man so viel Zeug ansammelt über so Zeit, gerade in der Corona-Zeit, hat man so viele, ich würde mal sagen, materielle Dinge gesammelt, die einen so ein bisschen über die Zeit ja gerettet oder hinausgetragen haben. Und jetzt versuchen wir wieder ein bisschen so minimalistischer zu sein, wenn man halt eine neue Wohnung quasi zieht, will man den ganzen Müll nicht mitnehmen und sich so ein bisschen entledigen. Ja, das versuchen wir gerade hier. Zack, und ab nach Kreuzberg damit, der Wagen ist voll. Hier der ganze Krempel, den werden wir los. Wir entrümpeln ein bisschen. Das ist immer so beim Umzug das Ding, ne? Man hat so eine leere Wohnung, freut sich, denkt, boah, wie viel Platz, das sind ja immerhin 130 Quadratmeter. Aber die Bude wird auch schnell wieder zugestellt sein, ne? Ich hoffe, wir können uns da so ein bisschen einschränken und hauen nicht wieder den ganzen Müll da rein. Ich will so viel loswerden vor dem Umzug wieder wie möglich. Ja. Zwischendrin geht es noch ins Office, Pakete müssen noch verpackt werden, sonst bleibt das alles liegen. Ich muss trotzdem auch am Umzugstag natürlich ein bisschen arbeiten. Und das wird eine Challenge die nächste Zeit, dann immer mit dem Roller zu fahren. Ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall fünfmal die Woche ins Office zu fahren. Das sind so 20, 25 Minuten. Im Winterhalbjahr wird es deutlich kalt. Ich hoffe, ich verfluche mich nicht und gewöhne mich dran, aber es sind tatsächlich 20 Minuten und das ist machbar. Es ist jetzt keine Weltreise. Schauen wir hier gerade im Office, wurde auch der Schreibtisch noch mitgenommen. Da war noch einer, da war so mein Streaming-Setup. Mir reicht aber einer hier alleine tatsächlich, hatte ja hier vorher einen Angestellten. Und das wandert dann alles mit in die neue Wohnung und dann habe ich da gleich mein Homeoffice, easy peasy. Und dann habe ich auch hier wieder ein bisschen mehr Platz und gucke, ob ich hier entweder die Körperanalysewaage oder das Laufband da in die Ecke stelle. Und dann habe ich hier wieder ein bisschen mehr Trainingsfläche und ist nicht alles so zugestellt. Hat auch was Gutes dann, wenn hier ein bisschen was rauskommt. Here we go, Leute, hier geht's weiter. Die Wohnung zeigen wir euch am besten mal, wenn die eingerichtet ist. Aber wer uns bei Instagram folgt, hat die wahrscheinlich schon gesehen. Wir sind in Kreuzberg, direkt am Paul-Linke-Ufer. Sehr zentral, gucken mal direkt einen Blick aufs Wasser. Und mit Kochinseln und so weiter. Ist rein optisch und von der Lage auf jeden Fall ein Upgrade. Und darum geht es eigentlich, dass man eine bessere Lebensqualität hat, indem man wieder in einer geileren Lage wohnt, um Berlin einfach zu feiern. Und das Thema Barcelona hatten wir auch noch. Dazu erzähle ich nochmal was, wieso wir das erstmal nicht gemacht haben. Aber die Wohnung, wie gesagt, da machen wir nochmal eine Roomtour, ein eigenes Video, wenn das eingerichtet ist. Aber wie gesagt, schön hell. Wohnen muss man noch ein bisschen was machen. Aber auch noch, bist du zufrieden? Ah, ist voll die schöne Wohnung. Ja. Kannst du deine Kochvideos hier machen? Ja, hier mache ich immer Yoga morgens. Nächster, das ist Gaming-Raum. Die Wohnung wird immer kleiner plötzlich. Das ist der Jean von Max Warnumzüge, der uns hier hilft mit seinem Team. Und ganz ehrlich, noch so schnell sind wir noch nie umgezogen. So, ne? Das ist ja so, wir können gefühlt morgen hier ganz normal wohnen, als ob unsere Wohnung aus einer Klinik innerhalb von wenigen Stunden auf einmal in Kreuzberg steht, nur in einer anderen Räumlichkeit, mit geileren Restaurants vor der Tür. Das ist auf jeden Fall genial. Also hier wird dann das Schlafzimmer reinkommen. Und das Gute, das wollte Nock immer, wir haben ja zwei Fernseher, dann können wir hier einen hinstellen und können endlich mal beim Einschlafen Fernsehen. Horrorfilme gucken wir dann, ja Nock? Nee, wie? Keine Horrorfilme. Oh yeah, gerade erstmal duschen gewesen, anaboles Licht auch etwas vorhanden. Diätvlog, ja, gerade ein bisschen schwierig mit dem Umzug, da kommt man nicht richtig dazu. Gestern dann auch noch einen Burger gegessen, habe ich euch ja nicht gezeigt, weil es einfach abends nichts mehr gab. Aber wir haben hier in der Bude ein bisschen Glück tatsächlich. Ich war gerade hier duschen und merke, ich laufe hier tatsächlich barfuß rum und die Heizungen sind komplett aus. Und wir hatten so ein bisschen Panik wegen Altbau, ne? Weil wir keine Fußbodenheizung haben und so weiter, auch wegen Heizkosten, immer Nebenkosten, Betriebskosten ist ja extrem momentan. Guck mal, wie schlimm das inzwischen hier aussieht, aber so ist das halt nach dem Umzug oder am Umzugstag. Es ist keine Heizung an, die sind alle aus. Es ist so warm da drin, in der Bude, dass ich vermute, dass irgendwie, gerade hier auch im Eingang vorne ist es mega warm unten auf dem Boden, dass irgendwelche Heizspiralen vielleicht durch die Wand gehen. Ich habe keine Ahnung, wie das sein kann, aber wie gesagt,
wir haben hier, ne, fast Ende oder Mitte November, keine Heizung ist an, der Fußboden ist mega warm, ist keine Fußbodenheizung und da haben wir echt Glück, da hatten wir richtig Panik, dass es jetzt extrem teuer ist, weil wir ja natürlich so Neubau gewöhnt sind mit Fußbodenheizung etc. Ohne Internet geht hier gar nichts, noch nicht mal der Kabelanschluss funktioniert irgendwie, dass ich Fernsehen gucken kann. Nocke schon gleich bei irgendeinem komischen Yogakurs am späten Abend, geht dann mit einer Freundin und Kudamm essen. Ich chill mit meinem kleinen Taco, er muss sich noch so ein bisschen dran gewöhnen und check jetzt erstmal Lieferando ab und guck, wo man hier bestellen kann. Ich sag euch eins, Leute, ich will jetzt nicht die Adresse direkt zeigen, aber das ist hier, ne? Ich sag's euch, Leute, in Berlin wahrscheinlich die meiste Dichte an Restaurants, wo wir wohnen. Also hier gibt's die meisten Restaurants in ganz Berlin, also von der Dichte her, weil hier direkt Kreuz Köln, bla, Kotti hier vorne, also ohne Witz. Man kann sogar beim Mediamarkt einfach mittags bestellen, die bringen die Speicherkarten über Lieferando und so. Richtig krass. Und jetzt gucke ich einfach mal, was ich hier finde. Das ist tatsächlich, ob ihr es glaubt oder nicht, ein Grund, wieso wir hingezogen sind, weil wir abends halt gerne essen gehen oder auch bestellen. Und für uns bedeutet gutes Essen einfach Lebensqualität. Und dafür sind wir immer wieder in die Stadt reingefahren. Eine halbe Stunde, 40 Minuten, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir können einfach runtergehen oder bestellen, haben das geilste Essen innerhalb von wenigen Minuten. Und das ist für uns halt das Geilste. Und deswegen sind wir gerne hier und wollten auch unbedingt dann hier hin. Hallo, Taco. Schönen Dank, guten Abend, ciao. So Leute, erste Bestellung in der neuen Wohnung. Und ich habe natürlich Nachbarn Kreuzberg türkisch gegönnt. Oh, guckt euch mal an, richtig gute Portion, wir gucken mal rein, ne? Here we go. Guck mal, schön Hähnchen am Start, guck mal mit Joghurtsoße, Salätchen, schön Brot, Ananaspieße. Das ist Lebensqualität, Leute. Guckt mal auf die Uhr. Das geht jetzt hier endlich in der neuen Lage, wo wir wohnen. Um 11:30 in der Nacht kriegt man das, worauf man Bock hat. Immer noch geile Qualität. So, mega. Das freut mich. Ich glaube, es hat sich schon gelohnt mit dem Umzug.